Man lernt aus den Erfahrungen und man bereut eigentlich nichts. Nee. Wir warten, bis es auf uns zukommt und machen dann unser eigenes draus. Es gab von Anfang an eine Vision. Das Haus soll diese Liebe, die es uns gibt, einfach auch anderen Menschen geben und das reicht mir schon völlig aus. Kunst, Kultur und Antiquitäten. Ich habe das Haus damals von meinem Vater übernommen. Also er hat es 98 erworben und hat es 2010 an mich übertragen. Und als er das an mich übertragen hat, muss ich sagen, ich konnte am Anfang gar nichts mit dem Haus so richtig anfangen. 2016 sind wir hier hergezogen. Dann habe ich mit meiner Frau überlegt, ich sage, pass auf, wir müssen schauen, wie wir das Objekt auch später noch nutzen wollen. Ich habe das Haus 2015 das erste Mal betreten. Allerdings mitten in der Nacht, ich glaube, es war 24 Uhr. Ich habe dann erstmal gedacht, puh, okay, ganz schön kalt hier drin. Also es war für mich erstmal kalt und groß. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie kalt das war. Da kam schon, kennt ihr das, wenn es draußen eisig kalt ist und dieser Rauch aus dem Mund kommt? So war das. Mittlerweile ist es ja aber was ganz anderes. Hier findet nämlich sehr oft Publikumsverkehr statt. Wir haben ganz, ganz viele tolle Besucher. Wir haben Kunden, die sich für Antiquitäten interessieren. Andere Gutshausbegeisterte, denen wir begegnet sind, mit denen wir uns austauschen. Und also jede Begegnung mit jedem Menschen macht immer irgendetwas mit uns. Und es ist ja schön, also man macht seine Erfahrungen, ja, man macht Fehler, aber das ist wie mit einem Kind. Ein Kind macht Fehler, um draus zu lernen. Das wäre eben schön, sich einerseits so einzurichten und andererseits, ich sage immer, von Liebhaber für Liebhaber. Ich sehe mich jetzt nicht als klassischer Antiquitätenhändler, sondern dass ich auch mit den Dingen handeln kann, die ich selber schön finde. 1587 ist ja das alte Gutshaus erbaut worden. Es war ein Gutsensemble. Da gehörte noch mehr dazu. Da gab es natürlich dort den Bauernhof, das Verwaltungsgebäude, Scheunenanlagen und, und. Und das, was wir jetzt tun, nach dem Leerstand, das Haus auch so gestalten und nutzen, dass auch andere was davon haben. Und bekommen immer wieder auch Anfragen von Enkelkindern, Urenkel, die irgendwas mit dem Haus mal zu tun hatten. Und das ist natürlich auch mega schön, ja. Also es gibt natürlich unterschiedliche Erfahrungen, die auch Bewohner aus dem Dorf oder aus der Gegend mit dem Haus haben. Total berührend, ja. Also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Ich möchte Begegnungen haben. Mit Menschen, die es interessant finden, mit Menschen, die hier vielleicht mal drin gelebt haben und mit Menschen, für die es das erste Mal ist, hier in so ein altes Gebäude hineinzukommen. Das erste Jahr haben wir unser Nest gebaut. Wir mussten es uns ja erstmal gemütlich machen und da haben wir uns erstmal unsere Wohnung oben ausgebaut. Da waren die Gestaltungsansprüche noch gar nicht so hoch. Man hat sich da Stück für Stück eigentlich mit beschäftigt, hat, sag ich mal, sich mit anderen unterhalten und dann sind aus Ideen Projekte geworden, die wir gemeinsam umgesetzt haben. Das alte Gutshaus, das war von vornherein klar, dass das unser Projekt wird. Dass wir das so, also dass ich da voll mit einsteige und dass wir beide uns einig sind, was wir aus diesem Projekt machen wollen. Weil letztendlich nicht alles, was man sich so wünscht, kann man letztendlich auch in die Tat umsetzen. Ne? Und somit war es für uns gewiss nicht einfach. Einerseits unseren eigenen Anspruch, andererseits die Erfahrung und die Erwartungshaltung unserer Angehörigen und unserer Familie und gegebenenfalls auch noch die Interessen der Öffentlichkeit und die Erfahrungen der Handwerker übereinzubringen. Das ist der ein oder andere ist leider schon von uns gegangen, aber wir nutzen das Haus tatsächlich mit der ganzen Familie. Wir wollen gar nicht perfekt sein. Und wir wollen einfach nur, dass das Leben in diesem alten Haus auf dem Land als eine große Familie so leben, wie wir es uns vorstellen. Und das ist das, was viele vergessen. Es kostet Kraft, Zeit und teilweise vielleicht auch sehr viel Geld, ja, wofür wir auch wirklich hart arbeiten. Aber zur Wirklichkeit gehört halt auch, dass wir uns wohlfühlen, dass wir es lieben und ja, dass wir anderen Menschen vielleicht auch noch etwas zurückgeben können mit diesem Haus. Ich glaube, sowas spricht zu einem. Man empfindet etwas, man fühlt etwas und wenn man dieses Gefühl hat, dass es das Richtige ist, dann sollte man es beim Schopf packen und es für sich dann einfach in Angriff nehmen.